Ey, wie krass ist das denn, Leute? Wir haben den dritten Orden bei Pokémon Leuchtende Perle eingecashed. Schön, dass ihr wieder zuschauen wollt. Verlassen wir das mal die Arena und gucken mal, ob ich mich doch nicht vielleicht nochmal umziehe. Und danach dann... Lucia, bist du immer noch hier? Du bist doch vorhin schon abgehauen. Hi Marcel, kannst du mir mal bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Oh, da wollte ich sowieso hin, in deren Hauptquartier. Bitte, du musst mir helfen, ja? Ich warte vor der Lagerhalle auf dich. Alter, jetzt geht's los. Erstmal wieder so ein Doppelkampf, Alter. So, ich würde mich echt lieber doch nochmal gerne umziehen. Ich hätte nämlich gerne doch diese Platin-Outfit. Sieht richtig cool aus. Das muss ich haben. Das halt glauben wir zocken Pokémon Platin. Willkommen in der Modewelt. Ich will mich umziehen. So. Ich habe natürlich extrem viel Cash dafür reingehauen, um es für ein paar Sekunden zu tragen. Ja, so ist es nun mal. Platin-Outfit anziehen. Yeah. So, schick. Okay, und Outfit beibehalten. Ja. Ey, guck mal. Der hat auch so einen geilen Rucksack und sieht richtig. Aber der Schal ist echt so ein noch so richtig schönes Accessoire, ja? Der Schal. Ja, Lucina hat eh nicht so reagiert auf mein neues Outfit, deswegen denke ich mir, ist vielleicht nicht das passende. Naja, TRM fliegen im Lager, genau. Aber heißt das? Warte mal, im Lager? Ich würde aber erstmal noch vorher in diese große Gebäude da gehen. Oder ist das damit gemeint? Nee, guck mal, das war ein ganz anderes Tier. Der kann da einfach hin, oder nicht? Kurz mal lucken. Warte mal, ich komm da aus einer Arena. Warum heile ich meine Pokémon eigentlich nicht? Ja, ich bin jetzt langsam lebensmüde hier, oder was? Wieder mal zu übermütig. Ich raste komplett aus. Ja, geht so nicht. Und weil ich auch noch mal gucken wollte, sag mal, was ist denn hier eigentlich mit... Ey, tatsächlich, ey. Man kann ja hier jetzt schon längst als Begleiter wählen. Das habe ich irgendwie komplett überlesen immer. Egal, wurde ich auch darauf hingewiesen. Danke, Leute. Komm, jetzt muss man hauen. Weisel, begleitet dich jetzt. Ja, ey, das sieht cool aus. Das ist schick, wenn man denn so ein fliegendes Pokémon hat. Alter, wie groß einfach von Weisel. Das ist richtig geil. So, okay. Sehr schön. Hornweise. Ja, Plimprin wird uns bestimmt wieder begleiten, wenn wir erstmal einen Empoleon haben. So, kurz mal heilen. So, dann gehe ich mal die Pokémon in den Obhut hier. Au, je. So, ich weiß nicht, ob ich nochmal Bronze austausche, weil das ist jetzt nicht so der Pokémon, was ich unbedingt trainieren möchte. Vielleicht doch nicht. Also halt erst die R-Taste drücken, wenn man im Pokémon-Menü ist. Dann kommt man nämlich zu den Boxen. Ich habe aber, glaube ich, sonst echt nichts, was sich auf die Schnelle entwickelt. Doch vielleicht Staravia wieder mitnehmen? Das könnte doch sein, einfach noch so. Ja, komm, nehmen wir mal einfach das Tier wieder mit. So, komm mal mit, Mann. So, einfach so. Wie gesagt, nur für Entwicklungszwecke. So. Sieht schick aus, Hornweise sieht schick aus. Alle sehen schick aus. Gucken wir mal ganz kurz nach, ob ich da schon irgendwie rein kann. Ob ich irgendwie durchkämpfen kann oder. Das sieht ja aus wie so ein Riesengebäude, da werde ich die ja nicht einfach so vertreiben können, oder? Das andere war ja nur so ein kleines Zusatzgebäude von damals. Du bist noch etwas zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du dich gerne uns anschließen. Aber nur, wenn die Bezahlung stimmt. Hallo, Team Galactic arbeitet hier Tag und Nacht an der Erschließung neuer Energieressourcen. Oh, umweltfreundliche? Wir von Team Galactic arbeiten alles, was nicht und nagelfest ist. Und was uns wertlos erscheint, das löschen wir aus. Das ist unsere Philosophie. Klingt super. Ja, wo kann ich mitmachen, bitte? Möchte ich sofort mitmachen. Mann, das war ein Quatsch. Oh, komm, richtig mit Teleportern und alles. Hey, hey, hey. Herzlich willkommen. Dies ist die Galaktikzentral. Verzeihung, ich meine natürlich das Galaktikgebäude von Schleide. Wir vertreten hier die Ansicht, dass die Zukunft der kosmischen Energie gehört. Stell dir nur mal vor, wie wundervoll es wäre, wenn wir uns diese gewaltige Energie zunutze machen könnten. Jo, na dann, lass mich mal rein hier. Die Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Okay, also kommen wir wirklich noch nicht dahin. Aber hier, durch die dritte Tür, komme ich in so einen anderen Raum noch und zum Teleporter, oder was? Ja. Kurz mal schauen. Vielleicht steht da noch irgendwas dran. Das Motto von Team Galactic lautet, alles weit und breit gehört uns. Heute die Welt und morgen das Universum. Ey, das gegen die geht keiner vor, oder was? In der Pokémon-Welt gibt es kein Justizsystem, oder? Keine, weiß ich nicht. Ausführende Gewalt gibt es gar nicht hier. Sollte das ja anscheinend los. Im Rückweg, guck mal, das ist ja alles noch erwartet. Okay, gut, dann auf zu Lucina in die Lagerhalle. Ganz schnell ihren Pokédex wiederholen. Und wir kriegen dafür Fliegen. Was ich nicht mal meinem Hornweisel beibringen muss, weil es einfach so geht. So, was ist denn los jetzt hier? So, sollte Plimprim ganz vorne bleiben? Na, wegen dem Geld an sich, ne? Ja, oder Traunfugil, weil ich möchte unbedingt Traunfugil. Mann, das dauert noch so lange, bis das halt Spukball lernt.
Na okay, Lucina, was ist denn hier los? Hornweise freut sich, an deiner Seite sein zu dürfen. Oh. So. Na, Lucia? Hi, Marcel. Kannst du mir bitte mal helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Ey, das ist Diebstahl, ne? Würdest du mit mir zusammen gegen sie kämpfen, bitte? Ja? Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Dreamteam, das gar nicht verlieren kann. Diese Schurken, die werden mit ihren fiesen Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Du meinst doch nur wir. Alter Rüpel, 1 Klon 1 und 2. Papinella und ein Pudox, naja, gut. Los! Ein Pipi, ernsthaft? Na gut, okay. Zystrahl, erstmal schön auf das Gift-Käfer-Pokémon, dass er erstmal recht Tschüss sagt. Verdammt. Sehr effektiv, aber nicht so doll. Aua. Giftschock. Nein, der Arm ist Feen-Pokémon. Lucia. Lebenstropfen. Okay, der Heal ist gut. Und für mich erst recht. Dankeschön. Ein bisschen schläfrig. Was, warum? Warum bist du denn jetzt schläfrig? So, nochmal Psystrahl, können wir wissen, den einen Brummer weg. Dann hat er ja noch ein Pokémon von denen. Pudox down. Gut. Staravia, Level 27. Ja, ich weiß ja nicht mehr, wann sich das entwickelt. Die Gruppe brauchst du 30 oder 32 vielleicht? Oh, Dorn! Doppelwindschnitt, ja? Gesang? Okay, verfehlt. Na toll. Oh, noch ein Gift-Pokémon. Das ist jetzt aber nicht so gut. So, nochmal Psystrahl. Sehr effektiv. Ich glaube, man... Ja, Psystrahl ist jetzt nicht so stark. Das ist immer noch Bürde besser. Gut, das war natürlich wie Bunkel extrem im Nachteil. Tschüss, mein kleiner Frosch. Unser Frosch ist eh cooler. Windstoß. Kann Pipi auch mal was machen? Dritte Stimme. Oh. Dumme Geräusche. Sondern denn Bürde. So. Zack. Ja, richtig stark. Mein Traum von dir bist du cool, ey. Mit Spukball wird's noch übler. Und tot. Level 33. Traumvogel. Super. Boah, Spezialangriff. So, ein Pokémon müsste noch kommen. Skunkapoo. So, nicht sehr effektiv. Wirkungslos. Wegen Unlicht. Na gut, okay. Das war gut. Da kommen wir brauchen die Kohle doch noch. Komm zurück, Traumvogel. Und da kommt das Münzamulett. Blip. So. Ist ja auch schon wieder bald ein Level ab, ey. Warte, noch ein Level danach und dann entwickelt es sich. Kann schneller kommen, als man denkt. Blubberstrahl. Immer noch übelst stark. Aber Lake auch, aber nein, es reicht aus. Level 35, ey. So übel. Und das war's fürs Rüpel-Doppelduo. Von zwei Kindern besiegt, das darf aber wohl nicht wahr sein. Oh, hätte ich mich doch zurückgehalten und einfach nur das Lager im Auge behalten. Tja, ich hätte erstmal einfach nicht den Pokédex geklaut. Die klauen einfach alles. Ah, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen und die anderen einfach löschen oder in den Mixer schmeißen. Ne, dein dämlicher Pokédex interessiert doch eh hier niemanden. Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das gesamte Universum wird uns gehören, ja. Hier, nimm ihn. Du hast doch deinen nutzlosen Pokédex eh wieder hier, kannst du haben, da. Ja, der ganze wichtige Kram, den wir hier in der Lagerhalle aufbewahrt hatten, wurde sowieso schon nach Weideburg geschafft. Also bleiben wir unserem Namen treu und machen einen rüpelhaften Abflug. Ihr werdet schon noch euer Fett abbekommen. Unfassbar. Was ist hier denn los? Warum macht die Polizei nur Schluss hier? Warum laufen die Typen von Team Galactic durch die Straßen und benehmen sich, als würde alles ihnen gehören? Also wie Arschlöcher. Vielen Dank, Marcel. Ganz ehrlich. Wenn Professor Eibe jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte, ich mag gar nicht daran denken. Also, was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. In dem Großmoor dort leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Nach Weideburg? Wo ist das denn?
Am besten wollen wir sowieso erstmal fliegen. Wenn jetzt hier, obwohl ist das Lager jetzt echt schon leer, kann ich doch noch nicht fliegen. Ich. Ja! TM94 fliegen und deshalb jetzt auch einsetzbar in unserem Pocket. Du kannst blitzschnell in jede Stadt gelangen, die du bereits besucht hast. Cool. So, warum kann ich jetzt hier nicht rein? Muss mal ein bisschen irgendwie drücken hier, und was A drücken, ist hier blöd über die Heimat hier. Nö. Erst nicht mal rin. Hey, was haben wir denn hier, Mann? Du gehörst ja gar nicht mal zum Team Galaktik, Du bist doch nur noch ein Kind. Das, was mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Was? Ach, darum geht es gar nicht? Nee, ich will hier rin. Das scheint echt so von der anderen Seite dann von dem Hauptgebäude aus zugänglich zu sein. Die verrostete Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Key. Nun gut. Hauen wir ab, Leute. Weideburg. Ich glaube, da würde ich einfach hinfliegen. Außer natürlich, jetzt ist hier so ein Weg, der direkt dahin führt. Lass mal kurz gucken. Weideburg wartet hier. Ah, okay, ist genau hier wirklich drunter. Ja, da müssen wir, glaube ich, nicht fliegen. Dann können wir einfach hier nach Süden gucken. Oh, da wird ja auch wieder eine lange, lange Route. Route 213. Ist das der Großmoor? Nee, das hier ist das, oder? Kühnheitsufer. Okay, See der Kühnheit. Ey, cool. Und dann gehen wir hin. Das war... Warte mal, musste ich erst hier? Ach nee, halt. Von der Stadt selber aus geht das ja. So, dann kurz mal auf meinem Bike hüppen. Und Turbo boosten. Platz da, Leute. Und jetzt mal Sackgasse fahren. Wie ein Pokémon hinterherkommt. Ach nee, war das doch nicht hier, dass man doch nicht von hier nach Süden kommt? Doch, alles klar. Die Stadt sollten wir soweit erstmal gut erkundet haben. Hallöchen, Sir. Willst du echt Route 214 dahin gelangen? Willst du echt Route 214 entlang gehen? Achso, das ist doch total unwegsam und zu sehen gibt's auch nichts. Gut, da ist dieser Ruin-Maniac, den du mal einen Besuch abstatten könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz alleine durch dickes Felsgestein. Oh, was heißt das? Was könnte er haben? Weiß ich doch nicht, Mann. So, oh. Gleich wieder betteln. Achtung, hinter dir! Ah. Will sie mich erschrecken von wegen mit Geisterpokémon oder was? Wow! Seherin Ariana. Ja, das hier, die haben wirklich psychokinetische Kräfte. Die können einfach Pokémon schweben lassen. Oder sind das einfach nur irgendwelche coolen Tricks? Traumfugil, guck mal. Geist gegen Geist. Einfach mal blöd, dann ist sie doch weg. Ich dürfte nämlich schneller sein. Oh. Sorry, Nebulak. Wie wär's mit einem Apollo? Haben wir nämlich noch nicht gesehen. Glibunkel, Level 33. Di-di-di-di-di. Oh, der hat auch einen Traumvogel. Ja komm, meins ist cooler. Ein weibliches. Nicht dich verlieben, Traumvogel. Du musst es, auch wenn's weh tut, mit der Bürde zusetzen. Boah, tja, das war's. Toter Mann. So, was soll das jetzt von wegen? Ich habe was gesehen, vielleicht sagt er jetzt oder was. Ach nee, oh, erst ja noch eins. Ein Kadabra. Was zur Hölle? Na gut. Für Anweisung warten oder einfach Bürde. Ach, ich frage mich, ob ich Bürde bis zum Schluss behalte. Weil ja, wenn ich nicht so was wie Irrlicht oder sowas noch lerne, was so richtig schon 100% den Status verändert, dann ist das taktisch nicht so ganz gut. Sorry, Ariana, du bist down. Mein Plan, dich zu verängstigen, ist gescheitert. Sie wollten mir Angst machen? Warum sind die alle so komisch? Sie müssen also wieder absteigen hier. Schub, geht mir alle zu schnell. Zu rasant. Bärchen pflücken. Mein Hornweiß ist richtig faul. Anstatt einfach zu mir zu fliegen, erstmal ein Pokéball und wieder aus dem Pokéball raus. Wie das auch aussieht. Mache ich das automatisch oder entscheidet sich mein Pokémon von alleine vor mir? Ach, jetzt will ich mal rein in den Ball, jetzt will ich raus im Ball. Ja, meine Pokémon haben ja einfach ihren eigenen Kopf. Granabian. So, angepflanzt. Gepflückt, meine ich. Okay, danke. So, hier könnte man irgendwie mit der Profi-Angel mal angeln. Nee. Oh, da ist bestimmt irgendwas, aber wir können noch nicht rüber surfen, Leute. Es geht noch nicht. So, da geht's lang. Aber hier auch, da lag ein Pokéball. Oh, was ist denn das? Was ist denn für eine Höhle? Maniac-Höhle. Ah, okay. Das ist der, von dem man gerade gesprochen wurde.
Jeder nennt mich nur den Ruin-Maniac, aber mir ist es ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruin-Maniac, der von Incognito fasziniert ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns einen Wettstreit liefern würden? Du gehst los und fängst die Incognito, während ich hier weiter buddel. Mal sehen, wer als erster fertig ist. Erstmal Schaufler. Oh, Schaufler, eine coole Bodenattacke. Eine sehr coole Bodenattacke. Aber ich jetzt, jeder nennt mich, okay, aber, gut, okay, ich soll ihm anscheinend nichts zeigen. Boah, bestimmt wird der bestimmt immer weiter, wenn man Incognitos fängt. Oh, ich weiß ja nicht, was man da nochmal bekommt für. Alle Incognitos vielleicht fangen und dann übelst die Belohnung kriegen. Okay, ich hab das nicht vergessen, da oben. Ich will erstmal hier alle schön die ganzen Wege abgesuchen. Ja, boom. Oh, ist ja, okay, ich glaube, es sind allgemein zwei Wege, oder? Na toll. Gut, schnappen wir uns erstmal den Ruin-Maniac hier. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Wie dem auch sei, ich werde dir im Kampf zeigen, welche Pokémon ich entdeckt habe. Irgendwie geil. Bam, bam. Otto! Was macht der denn hier? Cognodon. Oh! Das kennen wir noch aus der ersten Arena. Los, Traumvogel, zeig ihm was. Hab es. So, nicht als Stein. Naja, können wir jetzt nicht so viel machen. Immer einfach mal, Boah. Alter, mega schnell dauern. So, hat der alle Fusionen? Alle Fossil-Pokémon? Level up wird Aravir. Oh, Aero-Ass. Na klar. So, anstatt Wirbelwind. Warum hast du denn immer noch? Badadadam. Sehr gut. Ein Bronzel. Naja, okay, das ist kein Ding. Wird unfassbar. Ist schon der 30. Part. Mit drei Orden, 30 Parts. Hä? So ein bisschen die übliche Ratio. Das war früher auch mal so. Alle 10 Parts, ein Orden. So ein bisschen. Ihr werdet auf die Art und Weise, wie ich hier zocke, ne? So, tschüss, Bronzel. Da geht er da und und noch ein Kleinstein. Na gut, okay. Das spült mal eben Plimprint weg. Komm zurück. Er legt den Weg vielleicht einfach zweimal. Von oben nach unten und so, dass alle Trainer besiegt werden. Einfach mal Lake. Ach man, Robustheit schon wieder, ernsthaft. Weiter so. Übersteht die Attacke. Richtig platt. Da bist du platt, ey. Gebe Teilklaue. Das macht den letzten Strich da weg. Oh je. Super effektiv. Mein Gott, wie viele Pokémon hat der denn? Okay, das war's. Ich kann nicht mit Pokémon gewinnen, die mir noch nicht vertraut sind. Ein Kleinstein kennt doch jeder. Weil das ist daran nicht vertrauens. Mann, ey. So, ist ja echt hier so richtig. Was sind denn hier für komische. Oh, ich muss ja alles doppelt denn laufen. Na gut, okay. So, komm, wer bist du? Ah, um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich an allen Himmelsrichtungen. Was ist denn Lieblings-Pokémon? Also, meins ist ja nach wie vor Stalos. Und das würde ich aber. Hagen, das würde ich aber eigentlich einfach in der Höhle suchen. Pokémon-Sammler Hagen Bammelin. Soll ich jetzt Bammel haben oder was? Los! Traumvogel freut sich so. Zystrahl. Das ist leider echt kein Step. Ist halt irgendwie. Ja, okay, für den reicht's, ne? Für den Sammler. Tot. Das ist jetzt noch ein Bammelin. Ich hab davor keinen Bammel. Und dann mal einfach Zystrahl rein. Hinterher. Ich glaube, ich würde dann auch Zystrahl wegmachen für Spukball, wenn das irgendwann gelernt wird. Na, der Level 34. Sehr gut. Noch ein Bammelin. Hä, hat der. Ist das sein Lieblings-Pokémon oder was? Warum hat er denn so viele davon? Warum sollte er das brauchen? Zystrahl. Oh, easy going. Oh, das kleine arme Vieh. Sorry, Hagen.
aber das sind doch meine Lieblings-Pokémon. Ja, mein Lieblings-Pokémon Stardust ist jetzt ohne so krass. Muss ich ja leider sagen. Hat doch noch nichts zu tun. Ein Mogelbaum. Boah, ist ja geil. Los. Den müsste ich eigentlich fangen. Ich versuch's mir noch am Ende des Parts zu fangen, Leute. Mal gucken. Komm, Zystrahl. Ist normal effektiv, aber ist kein Stab. Und steckt er da weg, oder? Er steckt es weg. Oh, Steinwurf. Aua, voll in die Kopf. So, okay, dann mach ich vielleicht nochmal. Ja, wo ist jetzt schon gelb? Ich glaube, das reicht nicht aus, ne? Ach, wisst ihr was? Pokéball. Come on, schon ausreicht. Das ist ein Mogelbaum. Perfekt. So. Ey, wenn man bedenkt, wie selten Mogelbaum damals war. Zu Pokémon Gold, Silber und Kristallzeiten gab es, glaube ich, nur 2 Stück. Und wenn man die Chancen verhauen hat, die zu fangen, tja. Hat man gelitten. Es steht am Wegesrand und tut so, als sei es ein Baum. Doch kaum beginnt es zu regnen, nimmt es fluchtartig Reis aus. Oh, nicht in mein Team. Nee, nicht ins Team. Bitte in den PC. Da kann es still und starr rumstehen. Cool, hat er nochmal ein Pokémon gefangen? So, in der Ecke sieht er ja verdächtig aus. Ist hier nischt? Oh, sorry, Hornweisel. Oh, hat was gefunden. Eine Guavo-Beere. Dankeschön. Warum das ist. So, dann. Guck mal, ist das so eine komische Ecke hier? Hornweisel, ganz ruhig. Genau, das meinte ich doch, den Mini-Pilz. Aber gut, Leute, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, ja, gehen wir hier weiter. Nochmal den anderen Weg, da liegen noch Pokébälle auf dem rechten Rand. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Verleuchtende Perle. Tschüss.